Wer hier im November Fußball spielt, muss den Sport wirklich lieben. Denn auf matschiger Asche hält sich der Spaß in Grenzen. Winfried Lavrenz und Abteilungsleiter Heinz Wilden wünschen sich deshalb schon lange einen Kunstrasen. Sie stecken ihr ganzes Herzblut in diesen Verein. Unter diesen Umständen ein Kraftakt. Kunstrasen ist heute, sagen wir, der Spielbelag, der, ich sag mal, von den Spielern gern benutzt wird. Sauberkeit, Verletzung und. Und wenn man sieht, dass wir hier auf Asche spielen und die Kinder oder auch die Erwachsenen, die Seniorenmannschaften, die Spieler, die gehen woanders hin. Ich sag mal, wir haben wohl hier eine Mannschaft, die hier spielt, aber Kunstrasen ist heute der Spielbelag oder natürlich Naturrasen, ne? Ist wichtig für den Verein, um zu überleben. Die Kosten für einen Kunstrasen würden etwa 1 Million Euro betragen. Ein Wunschtraum für Winfried Lavrenz. Bis vor wenigen Tagen der Oberbürgermeister anrief und genau so eine Geldspende anbot. Er hat angerufen, dann habe ich gesagt, das ist ja wohl ein Fake. Warum soll der Oberbürgermeister mich anrufen? Und dann sagt er, nein, ich bin das schon. Hat er nochmal wiederholt. Ja, und dann habe ich es geglaubt. Und 2 Tage später rief der Herr Groß an von der Sportstiftung und wiederholte diese Geschichte nochmal. Und dann habe ich auch nochmal gesagt, ob wir den 1. April jetzt schon haben. Aber ist er bestätigt worden und es war schon keine Überraschung. An für sich für die Vereine bald eine Sensation, ne? Und nicht nur der ESV Meiderich bekam diesen Anruf. Nicht weniger als 7 Vereine aus 7 Bezirken hat Sören Link und später auch die Sparkasse angerufen. Denn die stellt die Spendensumme von 7,5 Millionen Euro bereit. Der Sport hat bei der Sparkasse schon lange einen hohen Stellenwert. Eine Spendenaktion in der Höhe hat es aber noch in keinem Bereich gegeben. Also zumindest ist es bisher einmalig. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir es nochmal wiederholen können. Nächstes Jahr zum Beispiel. Wenn also die gute Situation auf den Zinsmärkten so bleibt, wie sie ist, dann machen wir das, weil solche Überschüsse fließen eben bei einer Sparkasse immer wieder zurück an die Bürgerinnen und Bürger. Die Vereinsmitglieder wird es freuen. Alle bekommen sie einen neuen Rasen. Für die Vereinsvorstände eine regelrecht emotionale Geschichte. Die Reaktion auf Sören Links Anruf fiel bei allen erstmal gleich aus. Ich konnte es einfach nicht glauben. Und jetzt sitzen wir hier und uns ist mitgeteilt worden, dass unsere Sportanlage halt erneuert wird, was bei uns wie eine Bombe einschlagen wird. Ist einfach unglaublich. Dass die Reaktion bei allen so emotional ausfällt, das wundert Marto Sapina nicht. Weil ich glaube, jeder hier mit den gleichen Themen halt zu kämpfen hat. Wir sind jetzt in einer Stadt, die jetzt finanziell nicht gut dasteht und Fördergelder ja nicht in Massen fließen und wir sehr oft ein Nein gehört haben oder ist kein Geld da und man dann vielleicht so ein bisschen dann an das Gute nicht mehr glauben konnte oder wollte. Und dann kommt dann so ein Anruf, ist eigentlich so wie, ich will sagen, ja, wie ein Lotteriegewinn. Ich habe jetzt noch nie im Lotto gewonnen, aber ich denke, so fühlt sich das ein bisschen an. Vergleichbar ist die Spende auf jeden Fall. Und Sören Links Anwesenheit beim Treffen beweist, es war wirklich kein Fake-Anruf. Die Nachricht persönlich mitzuteilen, war ihm einfach ein Anliegen. Da arbeiten viele Leute mit ganz, ganz viel Leidenschaft und Herzblut daran, dass Kinder, Jugendlichen insbesondere was geboten wird. Leisten unglaublich wichtige Integrationsarbeit, Soziales, stärken Kinder, bringen denen wirklich was mit fürs Leben. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung auch sehr zu schätzen. Und deswegen war es mir wichtig, als ich erfahren habe, die Sparkasse hat das Geld, um die Sportvereine in so einer nennenswerten Summe auch zu unterstützen. Das war mir wichtig, da auch persönlich zu sagen, Leute, da kommt was auf euch zu. Wenn alles gut läuft, könnte beim ESV Meiderich schon nächstes Jahr aus Rot-Grün werden. Winfried Lavrenz hofft dann auch auf wieder steigende Mitgliederzahlen. Und dass der Fußball in ganz Duisburg wieder aufblüht.